so darzustellen, als wären wir unendlich beschäftigt und keiner sollte uns stören, weil sonst würden wir quasi zusammenbrechen. Ist das so oder ist das so? Ablenkungen kommen dann auch, Geschrei. Schönen guten Tag zusammen. Wir sind hier wieder bei Aktion Mittelstand und bei einer ganz, ganz krassen Sache. Ihr seht ja, dass ich gerade sehr bequem auf der Couch sitze, ne? Und ich genieße es sehr. Aber im Unternehmen sollte es nie so aussehen, als hättest du es bequem. Ist das richtig? Was meinst du? Ist es nicht so, dass sehr, sehr viele Arbeitnehmer jetzt kommt's, Achtung, genießt diesen Augenblick und habt schon mal selber im Kopf, was ihr gerade denkt und hört mal auf die Stimme, die in euch drin wirkt. Sehr, sehr viele Arbeitnehmer haben das Gefühl, dass sie immer so tun müssen, als seien sie beschäftigt. Ist das richtig oder ist das richtig? Und dieses Gefühl, dass ich immer beschäftigt sein muss, nach außen hin, das kostet Produktivität. Anstatt wir einmal immer unsere Aktionen durchführen und dann eine wohlverdiente Pause machen, ja, fummeln wir einfach nur so rum und versuchen den Tag, ja, mit den ganzen guten Stunden, die wir eigentlich mit Erfolg füllen könnten, ja, so darzustellen, als wären wir unendlich beschäftigt und keiner sollte uns stören, weil sonst würden wir quasi zusammenbrechen. Ist das so oder ist das so? Ablenkungen kommen dann auch, Geschreie und sonst was, wer weiß was alles. Aber es ist egal, denn du bist ja hochgradig beschäftigt, so zu tun, als wärst du beschäftigt. Also macht euch da mal Gedanken drüber, wie ihr im Unternehmen mit euren Aufgaben, mit euren Tätigkeiten umgeht. Und fragt auch mal, wenn du ein Unternehmer bist, deine Mitarbeiter, ob sie nicht lieber mal volle Pulle durcharbeiten wollen und dann auch mal abgammeln dürfen und das offiziell. Denn diese wohlverdienten Pausen der wirklichen Entspannung, die bringen dem Unternehmen dann den Gewinn, den Umsatz, ja, den Erfolg. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand etwas dagegen hat. Wenn mal die Kollegen, ja, eine Viertelstunde am Kicker stehen oder so, nachdem sie voll die Leistung gebracht haben oder sich ein alkoholfreies Weizenbier reinziehen oder ein Getränk ihrer Wahl, ja, in dem Bereich, ja, was sie dann für wohltuend empfinden, kann ja auch ein Kaffee sein oder irgendwie sowas, ja, aber einfach nur mal das tun, was man sich verdient hat, nach einer hochgradig effektiven Leistung. Also seid es euch wert, kommt ins Gespräch zwischen Arbeitnehmer und Unternehmer und führt mal generell die Pausen ein, die ihr euch verdient habt, denn sonst kommt es zu den Phasen des Burnouts und das wegen dem Grund, der gar nicht mit Leistung zu tun hat, sondern nur mit eigengemachtem Stress, weil du so tun musst, als wärst du schwer beschäftigt. Krasses Thema, oder? Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand angesprochen hat, aber das ist der Moment, wo es Zeit wird, da mal drüber nachzudenken. Also, macht euch einen Kopf, hab euch lieb. Euer Dennis ist für Aktion Mittelstand unterwegs. Gerne auch teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Dort oben und überall in den Ecken mal schauen, ob es da nicht ein Abo gibt oder eine Glocke oder sonst irgendwas. Und ja, ihr könnt das Video auch teilen, damit es eventuell viral geht und bei euch im Unternehmen landet. Und dann sage ich Dankeschön und willkommen beim Persönlichkeitsstammtisch. Euer Dennis Kuhl, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, und schaut doch mal die Bücher in der Bio und so. Sehr, sehr kreativ. Ja, und das war es, glaube ich, marketingtechnisch. Und der Rest liegt an dir. Ja, der Erfolgsheld steckt in dir. Ja, und deine Seelenreise beginnt jetzt. Und wenn du wissen willst, was das, ja, mit irgendwas zu tun hat, was ich gerade produziere, dann mach dich mal schlau bei den anderen Videos und den anderen Sachen, Beiträgen. Und wir sehen uns, wenn du weißt, worum es geht. Bis dann, dein Dennis. Ciao, ciao. Yeah. Hey, Dennis hier. Wenn du es sein willst, musst du es tun. Wenn du es dir nicht vorstellst, dass du dir das erschaffst, was du dir erträumst, dann wirst du es auch niemals erreichen. Wenn du dir nicht das vorstellst, dass du gut aussiehst, gesund lebst, ja, beweglich bist, motiviert und nach Zielen strebst, die ganz, ganz oben sind, dann wirst du diese auch nicht erreichen. Denn du hast es dir nicht vorgestellt, du nimmst es dir nicht vor und dann setzt du es auch nicht um. Also überlege dir, was kannst du tun, wie kannst du dir in deinem Kopf das richtige Bild erzeugen, um in die Umsetzung zu kommen, um dich jung zu halten, um dich vital zu halten, um dich beweglich zu halten, ja, um in Bereichen Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit das Maximale rauszuholen, ja, an Bewusstsein, an Lebensqualität, ja, auf deinem Weg, auf deiner Seelenreise, Soulreise oder als Erfolgsheld auf dem Weg deines Lebens. Also,
alles eine Sache des Köpfchens. Bis dann, dein Dennis. Ciao, ciao.